Hi Gang, hier ist Coach Paul mit Echo und Simon und wir haben auch hier schon mal dein Planschi vorbereitet, Coach Stefan. Damit, wenn du wieder heulen musst, ein bisschen was zum, damit es hier nicht so versaut ausschaut, ne? Zur dritten Challenge, vielen Dank. Stefan hat ja ausgeglichen, 1:1 steht's und wir haben heute hier den Verso-Frame und die Brust. Also wir haben zwei coole Übungen und was es mit den Übungen auf sich hat, das zeige ich dir jetzt gleich. Okay, die erste Übung, wir haben heute zwei in dieser Challenge, ist einmal das Toe-to-Bar. Und dafür gehst du einfach an deine Klimmzugstange hoch, greifst die Klimmzugstange und Ziel ist es einfach, mit der Fußsohle oder den Fußspitzen an die Stange zu kommen. Sag mal, Echo, ganz kurz. Jawohl, das ist eine Option und dann von davon machen wir ein paar Wiederholungen. Wie viele, das sage ich gleich noch. Wichtig ist, wenn ihr mal ganz kurz von der Seite schaut, ist, dass die Wiederholung nur dann zählt, wenn er unten die Füße hinter der Stange wieder hat. Okay? Also das heißt, das wäre eine volle Wiederholung. Der komplette Bewegungsumfang nochmal hoch. Geh nochmal hoch bei den Füßen. Jawohl. Und jetzt lassen wir die Füße beim nächsten Wiederholung nur hier vorne, nachdem du fertig bist. Und gleich wieder hoch. Das wäre keine Wiederholung, weil die Füße, kannst du ablassen, danke, weil die Füße nicht hinter der Stange sind beim Aushängen. Okay? Ja, lieber Stefan, du hast den Vorteil, mich zu sehen, wie ich nachher die Toe-to-Bars mache. Das ist die einzige Regel. Du kannst Schwung holen, du kannst absetzen, du kannst die einzeln machen, wie du magst. Die einzigen zwei Regeln sind Füße hinter der Mitte, wenn du unten hängst, und die Fußsohle bzw. die Fußspitze, nicht der Spann, die Spitze, kommt an die Stange. So, und die zweite Übung sind Liegestütz. Einfach kurz zeigen, Echo. Ich zeige dir, wie du es heute zu tun hast. Wichtig bei den Liegestütz ist einzig und allein, dass du dich einmal komplett ablegst auf dem Boden, Brust auf dem Boden, richtig ablegen, die Hände ganz kurz weg, dass es im Video ersichtlich ist, dass die Hände weg sind und dann drückst du dich wieder hoch. Das ist ein Hand-Release-Push-Up. Einfach, damit wir wirklich alle die gleiche Range haben. Also nochmal kurz zeigen, ganz auf dem Boden ablegen, Hände ab und die Arme sind oben gestreckt. Okay, das sind die zwei Punkte. Auf den Boden ablegen, Hände hoch und Arme sind gestreckt. Danke, Echo. Und vielleicht soll ich noch kurz erklären, wie wir das Ganze machen. Funktioniert ganz einfach. Du machst zweimal die Toe-to-Bars, zwei Liegestütz, dann machst du vier Toe-to-Bars, vier Liegestütz, sechs Toe-to-Bars, sechs Liegestütz und so weiter und so fort. Du machst immer zwei dazu und du schaust einfach, wie weit du kommst. Du hast Zeit, 4 Minuten. Und 4 Minuten hast du eben Zeit, um da irgendwo anzukommen. Sei es 6, 8, 10, 12, 20, irgendwo hin. Mal schauen, wie weit ich komme. Das ist deine Herausforderung. Ich hoffe, du nimmst sie an, Stefan.